Gang, 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 gang. Gang, 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 gang. Slime, yo, what's up, slime? What's Gucci, man? What's brackin', Brody? What's crackin', cuzzo? Man, you already know who it is, man. It's Lil Baby back in the cut, man. Yeah, man. I got the cutter. The cuzzo got the cutter. Now it's getting critical. Yeah, shit, man. He's sipping from the lemonade. Non spinach lyrical. Woo! Sehe ich fresh aus, Digga. Heute mit so einem Tracksuit, Snapback, Digga. It might get dangerous, you feel me? It might get a little dangerous, you feel me? Okay, also, meine lieben Damen und Herren und natürlich auch genderneutralen Menschen da draußen. Wir reagieren heute zu 42 YGT, YGT würde ich jetzt mal sagen, Polo Reiter. Das hat 5 Likes, 5, nicht 4, 5 Likes in den Kommentaren gehabt, dass ich da unbedingt mal reagieren soll. Deswegen habe ich High Hopes. Mal sehen, was es ist. Ich habe tatsächlich schon mal was gehört, back in the days von 42 YGT. Das sind auf jeden Fall Drillers, würde ich jetzt mal so sagen. Und Drillers gefallen mir schon mehr als typischer Deutschrap. Deswegen, ich glaube auch, dass ich die früher gefeiert habe. Also jetzt nicht so mega, mega gefeiert, aber schon gesagt habe, okay, some cooler shit, you feel me? Some cooler shit, but I don't know, man. Let's see what they got, man. Let's see. Get. Ach ja. Meine lieben Damen und Herren, die Welt ist verrückter denn je. Viel Shit ist am ongoing. Kai Cenat ist in seinem 7-Tage-Stream. Rapper droppen links und rechts. Also ich weiß nicht, wenn ihr Money Man. I'ma put you on some game, little cousin man. Money Man hat neues Tape gedroppt. Crazy. Und Homicide Gang. Das sind die Youngins von Playboi Carti. Die haben auch ein Tape gedroppt. Brazy Shit. Warum lädt der Scheiß nicht? Wen willst du hier ficken? Sei ehrlich, wen willst du ficken? Willst du mich ficken, Alter? Alter, bist du behindert, Alter? Digga, woher denn? Übertreib mal nicht, Alter. Okay. Sorry für die Umstände. Jetzt geht's los. 1 Minute 17. This shit finna be hard. Fenerbahce! Hold on. Grr! Bah! 2-7, gang, gra, gra, boom, gib ich die Fuß, ein Gang. Gra, gra, boom, boom. Ja, Digga, das ist der Vibe, Digga. Mit dem Asrum Trainingsanzug und Fenerbahce, Alter. Fußball ist einfach geil, Digga. Skeet up like Pusheisty, okay. Ich war draußen in der Trap mit 100 G an meinem Bein. Sag, wie oft sind wir gelaufen, Mama? 100 G an meinem Bein. Soll ich mal euch kurz zeigen, wie... Also 100 G ist vielleicht... Ihr müsst euch vorstellen, ist in so einer Verpackung groß. Vielleicht ein bisschen kleiner. 100 G an deinem Bein. Wie zum Teufel... Warte mal. Also wie... Seht ihr das? Der ist ja dann so rumgelaufen. Also doch, wenn du einen fetten Oberschenkel hast und eine richtig breite Hose, ist das schon möglich. Vielleicht ist es ein bisschen kleiner. Wenn du es richtig vakuumiert hast, also habe ich mir sagen lassen aus Dokus, die ich gesehen habe, weil ich natürlich sowas nie gemacht habe, kann man das schon reinquetschen, okay, alles klar, ich sag nichts, hören wir weiter. Wie oft sind wir gelaufen, Mama, heute komm ich nicht heim, in mein Zimmer ganz allein und drücke Knollen in das Pack, Jugendamt in meiner Wohnung und sie sagen, ich muss weg aus meiner Haut und ich muss weg aus meiner Stadt, Leben fühlt sich an wie Einzelhaft, komm, Bitchboy, fuck nicht ab, Lutsch hat Pferd und einen Stall und macht mir ein auf Hard Knock Live, passt zu spät, der geht aus. He got that Smith & Wesson on him, man. Wow, Brody, chill. Also der Text gefällt mir sehr gut. Ich muss sagen, er hat gar nicht so eine... Also das ist mehr so ein Song, der so ein bisschen auf ich versuche zu singen ist.
Und da muss ich korrekter und einfach stabilerweise einfach sagen, er hat nicht eine Engelsstimme, muss man schon sagen, weil er ist natürlich ein Drill-Rapper. Er ist mehr so aus dieser Acro-Line, aus dieser da-da-da-da-da-da-da-da und das in so einem richtigen Motherfucker-Sound. Und da muss ich sagen, ist nicht harmonisch, aber wenn man genau hinhört, dann merkt man, er spittet real shit und deswegen macht es auch. Also es ist jetzt keine Butter fürs Ohr, aber es ist trotzdem, wenn man richtig nachdenkt, so ist es schon sehr nice. Und ja. Also hat er da natürlich auch eine Waffe am Start. Weiß ich nicht. Ich hoffe mal für dich, dass es keine echte ist, Brody, weil in Germany brauchen wir echt keine Waffen, Bro. Wir brauchen keine. Also ich wüsste nicht, wofür du eine Waffe in Deutschland brauchst. Aber ja, okay, crazy. Zeit, Lunge schwer ist auf der Schweiß, sitz auf Bank und trink kein Kölsch. Bundesliga FCK, Schisu Bruder, weißt du früher mit der FCK, erster FCK, Junge. Mein Vater ist einfach erster FCK-Fan. Sieben sind gefahren mit Polo-Reiter auf der Brust. Heute steh ich wie ein Mann. Meine Sachen waren gebraucht und viel zu klein für meinen Schrank. Ey. Ey, ich pull up in the motherfucking fast car, NASCAR, ja du weißt, ey, ich bin ein Rapstar, ey, ja. Okay. Das war ein cooler kleiner Song. Also, Jungs, ich hab echt mehr erwartet. Also, ich hab jetzt ein richtig heftiges Brett erwartet. Das war. Also, was soll ich sagen, Alter? I'ma keep it 100. Es war okay. Es war jetzt nichts Wildes. Mach bitte nicht diese. Erster Kommentar, 93 Likes. Mach bitte nicht diese. Digga, seine eigene Fanbase. Das wird so ein Banger. Der Beat ist einfach voll schön. Enjoy den Song richtig total. Schade, dass er so kurz ist. Was ein Brett, heute original schon 30 Mal. Also, die Meinungen teilen sich. Meiner Meinung nach nicht so ein krasses Brett. Also. Er hat halt keine Engelsstimme. Ich finde, er hat den Vibe sehr gut getroffen. Also, es geht in die richtige Richtung, aber es hört sich noch nicht melancholisch an. Also, es hört sich noch nicht so, als wäre das so ein Lil TJ, wo du dir denkst, so Mashallah oder so, keine Ahnung. So ein A Boogie with the Hoodie, wo du dir denkst, oh ja, Bruder, sing weiter, Bruder, mach dein Ding. Aber es ist halt, man merkt, er kommt aus dem grauen Block. Er hat Hunger im Magen, deswegen hat er sich einfach mal neu ausprobiert. Deswegen, ich fand es nicht schlecht. Ich fand aber jetzt den Hype dahinter, fand ich jetzt nicht so, war jetzt nicht so bahnbrechend, weißt du? Wenn jetzt hier die RB51 vorbeifahren würde, die Bahn würde nicht brechen. Also es war nicht. Oder dieser Joke war ehrenlos. In diesem Sinne, vielen Dank fürs fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne in die Comments, auf was ich noch reagieren soll. Und liken, share, kommentieren nicht vergessen. Wer ist der freshest Boy hier aus Hessen? Es ist Young Kuya, you dig? Don't play with me, man. I ain't the one, I ain't the two.